Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Weiß ich noch nicht, ob mir der Tag so gefällt. Das sieht da irgendwie doch ein bisschen aus. Aber na gut. Nein, falsch. So. Wir brauchen das Ding mal. Sollen wir davon eine herstellen und hier hinstellen irgendwo? Könnte man da stehen lassen, ne? Könnte man durchaus machen. Warte. Stellen wir die nämlich auch wirklich her. Weil wenn ich sie nicht herstelle, dann vergesse ich sie. Wie war denn das Rezept? Ja, so nämlich nicht. Hier kam Balken hin, kann das sein? Uses. Ah, nee, da. Ah, so. Ja. Hatte ich aber relativ gut im Kopf, oder? So, zack. Dumme die direkt wieder rein. Oh, und da jetzt? Jetzt haben wir natürlich die Holzauswahl jetzt ein bisschen beschränkt. Wie geht denn das Rezept überhaupt? Weil ich habe da nämlich einen Gedanken. Wie sind die Regale? Wo sind die Regale? Regale? Put. Da. So mit einem Stick. Die werden in hell, wären die cool, ne? Oder vielleicht sogar so. Das finde ich zu rot, weil Dach und so. Das sind die Balken am Rand. Haben wir nicht, weil nicht hier. Ja, dann. Ach, das gibt mehr. Okay, ich hatte gerade schon gedacht, nee, könnte was wenig sein. Aber das gibt mehrere. Okay, sehr gut, sehr gut. Das ist ja perfektus. Na? Bedino. Jetzt haben wir sogar noch einen übrig. Wenn man die breiter machen würde, hier über die ganze Fläche, hier eventuell auch, dann können die Leute nämlich, hier werden sie bedient und hier können sie notfalls futtern oder so. Könnte man auch, ne? Wäre denkbar. Nochmal hin. Zack, warte. Nein. Wo habe ich das Ding hingestellt? Da. Okay. 2, 4. Ja, nochmal 6, würde ich sagen. Was? Ich habe nämlich keine Ahnung. Also so finde ich eigentlich schon nice, aber wir gucken jetzt mal. So, was? Aha, man kann sagen, warum geht das nicht? Na, hier ist too much auf jeden Fall. Wegen der Tür. Ja, hier ist nur die Seite. Ja, ist doch ganz nice, oder? Für so einen Imbiss. Gefällt mir. Da können wir hier noch. Wir haben die Fässer ja noch. Die können wir hier an die Ecken stellen. Ne? Für als Mülleimer. Wir haben Mülleimer. Trash? Heißen die Trashcan? Ja. Das kriegen wir hin. Brauchen wir da 4? Ne, 2, ne? Eine hier und eine hinten. Kann man dann von beiden Seiten benutzen. Oder brauchen wir 4 an jeder Ecke? Ja, man weiß es nicht. So. Nein, da waren wir falsch. Da waren wir auch falsch. War das hier? Ach, tatsächlich. Und Larion hatte hier irgendwo Kisten. Ich habe es gesehen. Da!
War das jetzt so? Oder genau umgekehrt? Genau umgekehrt. Ich sag mal 2. Ach, verdammt, ich wollte die jetzt da drin liegen lassen. Aber ich war in der falschen Workbench. Hier könnten wir dann eine hier hin und eine dahin. Da kommt man ja von jeder Seite gut an den Mülleimer, nachdem man bedient und gegessen hat und so. Finde ich schon mal nicht schlecht. Dann, was brauchen wir dann? Dann brauchen wir so 1,5 bis 2 Öfen. Ich weiß es nicht. Ich mache mal 3. So platztechnisch Gedöns-Dings würde ich sagen, die Chest. Das ist aber jetzt zu wenig. Ach, das Holz wollte ich da nicht nehmen, weil wir von dem nicht viel haben. Machen wir auch mal 2. Eine Workbench. Ja, da gucken wir mal. Weil da drin, da muss ja was sein. Die müssen ja irgendwo, müssen sie Kram ja herstellen und lagern und so. Ich würde sagen, Öfen. Man muss ja an die Fenster ran. Wir können also nur die Ecken nutzen. Chest. Die gehen noch auf, ne? Obwohl, das ist sowieso Half-Slap. Aber die gehen auch auf, wenn was drüber ist. Wir können ja aus Jux mal die testen. Ach, die würde auch aufgehen. Okay, wir haben Half-Slaps. Aber die hätten Lücken dazwischen, wenn man die da hinsetzt. Deswegen. Ne, das wäre ja dann eine Doppelchest. Ist egal, ich wurscht. Workbench? Da könnte ja noch was hin. Nochmal Öfen? Dann wäre das hier aber eine Sauna, ne? Wenn hier 6 Öfen drin brennen, ey, dann. Wow, da möchte ich nicht hier arbeiten, ehrlich. Oh, okay, das geht nicht. Ich habe jetzt gerade gedacht, so ein Regal über der Tür wäre ja ganz nice, aber. Ja, so ist auch ein bisschen doof. Ne, da haut man sich die Birne. Auch nix gut. Ach, scheiß drauf, machen wir einfach nochmal Öfen, oder? Mal 2 und ist was? So. Dann tun wir die dahin und so. Oder? Kann man das so anbieten? Oder da vielleicht doch lieber noch einen Ofen. Und die dahin. Ja, da wird dann so extrem beengt, ne? Und wenn wir die. Nein. Ja, grundsätzlich gefällt mir das unter dem Öfen. So macht. Da auch noch eine? Wäre auch denkbar, ne? Würde ich mal sagen. So. Und damit das hier nicht so ein Klotz ist, sondern ein bisschen aufgelockerter. So. Was machen wir hier für den Boden rein?
Das ist eine gute Frage, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist doch ein netter Imbiss, oder? Ja, kann man hier jetzt noch. Ach so, ich habe gar keine Fackeln. Ich habe keine Fackeln. So, zup, zup machen. Und zup, zup machen. Sollen wir auch noch Schilder anbringen irgendwie? Und wegen Fritten 1,20 oder so? Man weiß es nicht. Ne, ich glaube Schilder nicht. Ne? Muss man halt fragen. Na, was habt ihr denn Schönes im Angebot? Da könnten wir Schilder hin machen. Ja, man sieht es ja nicht wirklich. Aber das wäre noch denkbar, da drinnen irgendwo Schilder. Man sieht es halt nur schlecht. Aber das ist okay. Ich find's gut. Oh, dich tun wir da wieder rein. Dich tun wir da wieder rein. Dich tun wir da wieder rein. Die tun wir mal da rein. Aber direkt mal wieder ein bisschen Ordnung geschafft. Das ist auch Wahnsinn. So. Ja, und die können wir auch mal rein tun. Das ist. Platz in der Tasche ist ja Wahnsinn. Okay, bis morgen.